Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass jeder das Wichtigste zu seinem Medikament weiß. Heute geht es um die Pille danach mit dem Wirkstoff Uliprestalacetat. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich versuche es kurz und bündig zu halten und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bei der Pille danach ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie sie so schnell wie möglich einnehmen. Und auch wenn der Wirkstoff Uliprestalacetat bis zu 5 Tagen noch nach dem Verkehr wirken kann, ist es trotzdem für die Wirkung fundamental wichtig, dass Sie so schnell wie möglich die Tablette einnehmen. Sie können die unabhängig vom Essen einnehmen. Wichtig ist, dass Sie ein großes Glas Wasser dazu trinken. Dadurch wird die Tablette ganz schnell wirklich schon im Magen verdünnt und kann dann ganz schnell wirken. Wenn Sie innerhalb von 3 Stunden aus irgendwelchen Gründen erbrechen sollten, dann können Sie nicht mehr ganz sicher sein, dass die Pille danach wirksam ist. Das heißt, in dem Fall müssen Sie eine zweite Tablette einnehmen. Wichtig ist auch, dass Sie eine Schwangerschaft schon im Vorhinein ausschließen. Hier möchte ich aber schon mal erwähnen, dass die Einnahme der Pille danach unter keinen Umständen zu einem Schwangerschaftsabbruch führen würde. Wichtig ist, dass Sie nach der Einnahme trotzdem auf einen guten Verhütungsschutz achten. Und wenn Sie die Pille danach genommen haben, weil Sie eine Tablette von der Antibabypille vergessen haben, dann ist es auch wichtig, dass Sie die bis zum Zyklusende zu Ende nehmen. Zu den wichtigsten Wechselwirkungen zählen bestimmte Antileptika-Mittel. Auch zum Beispiel das Johanniskraut kann wechselwirken. Wenn Sie orales Cortison einnehmen müssen, dann kann auch das wechselwirken. Da würde man dann einen anderen Wirkstoff als das Uliprestalacetat verwenden. Ganz wichtig ist für alle Frauen, die noch stillen, wenn Sie die Pille danach mit dem Wirkstoff Uliprestalacetat eingenommen haben, dann dürfen Sie danach eine Woche lang nicht stillen, weil der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht. In dem Fall ist die Empfehlung, dass Sie eine Woche lang die Milch abpumpen und dann auf jeden Fall verwerfen, nicht mehr aufbewahren, weil da ja ein Anteil von dieser Antibabypille mit drin ist. In dem Fall sollten Sie dann eine Woche lang auf Flaschennahrung übergehen. Wichtig ist, dass Sie diese eine Woche wirklich die ganze Zeit abpumpen, damit Ihre Milchbildung weiter dann bestehen bleibt. Und wie gesagt, die Milch unbedingt verwerfen. Nach einer Woche können Sie dann wieder wie gewohnt stillen. Wenn Sie stillen, würde ich eine andere Pille danach empfehlen mit dem Wirkstoff Levonorgestrel. Dazu mache ich auch ein Video. Schauen Sie sich das an, weil da das Problem mit dem Stillen nicht so gegeben ist. Die nachfolgende Menstruation, die kann sich auch durch die Pille danach verschieben, auch über einige Tage. Wenn Sie da dann unsicher sind, dann machen Sie doch recht zeitnah einen Schwangerschaftstest oder gehen Sie auf jeden Fall zu Ihrem Frauenarzt oder Ihrer Frauenärztin. Ganz wichtig ist mir zu sagen, dass die Pille danach nicht zu 100% eine Schwangerschaft verhindern kann. Das hat einfach was mit der Wirkung zu tun. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen und lege Ihnen sehr mein Video Uliprestalacetat intensiv ans Herz, weil ich da einfach wirklich genauer auf die Dinge eingehe, ein bisschen was auch mal zu Zahlen und Fakten sage und auch zur Wirkungsweise, weil das den einen oder anderen von Ihnen sicher auch interessiert. Ansonsten hoffe ich, dass ich so ein paar erste Fragen zur Pille danach beantworten konnte und sage bis bald.